Hallo und willkommen zurück bei The Tale of Principle. Wir haben im letzten Part ein geheimes Areal schon freigestellt und herausgefunden, dass die in den Särgen, das sind Leute, die uns helfen können, unsere geheimen Boten. Jetzt mache ich mal hier das zweite geheime Areal und dann gehe ich zum dritten geheimen Areal. So. Oh, und ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich jetzt neue Tetris spielen muss, dass die Rätsel richtig schwierig werden. Kann zwar nur sein, muss aber nicht, ne? Okay, das war jetzt einfach. Geil, das war jetzt echt einfach. Ach, da ist das Rote. Da ist ein Stein davor. Aha, okay. Ah, das fehlt uns. Okay. Das war jetzt gerade echt Zufall, dass ich das andere geraten habe. Aber wer so viel Tetris wie ich gespielt hat, der müsste eigentlich im Schlaf können. Nein. Oder auch nicht. Der kann sich im Schlaf, der kann so vermasseln. Egal was ich mache, es kommt immer das gleiche Muster aus. Das bringt so nichts. Das bringt so nichts. Das ist aber, wenn ich das hier verwende. Das so. Nein, das geht auch nicht. Da haben wir fast den richtigen Schluss gefasst. Ich murmel jetzt mal einfach mal irgendwas von mich her. Nur um zu wissen, wie ich das hinkriege. Warum gibt es nicht solche Steine hier? Das wäre auch super. Ah ne, hier unten ist aber die Links. Das Schöne, dass es solche Steine gibt oder so eine kleine Steine. Steine, genau. Gott, ich hab's hier heute mit den Worten. Das ist unglaublich. Obwohl es als eine ganze Aufnahmesession ist, hier haue ich die Wörter nur so um mich. Sorry, tut mir leid. Man versucht sich jetzt zu konzentrieren und muss auch nebenbei Rätsel lösen. Oh Mann, da bräuchte ich aber so einen Stein. Wäre schön, wenn es so Alternativsteine gäbe. Das wäre super. So Steinchen als Alternative zu benutzen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das würde gehen. Das würde auch gehen. Aber ich habe hier Stein dazu. Super. Toll. Diese himmlische Musik geht schon echt einen dezent auf den Keks. Mensch. Nein, ich singe jetzt hier keine Grönheimer Songs. Grönheimer? Grönemeyer. Grönemeyer. Also momentan bin ich echt nicht auf der Spur, aber ich möchte gerne Videos machen, weil ich Spaß daran habe. Wenn ich keine mache, geht mir die Motivation flöten. Das ist schon mal gut.
Das ist sehr gut. Aber falsch. Ich sehe schon, dass ich hier nur mit Puzzeln beschäftigt bin, die ganzen Parts. Aber es ist mir jetzt egal. Dann dauert das letzte Spiel noch ein bisschen länger. Och, komm, echt jetzt? Brauche ich ja so einen Stein? Ach. Das ist doch zum Mäusemelken. Aber von neuem. Nee, so einen Stein habe ich ja gar nicht. Aber vielleicht so etwas. Von Plexus bauen. Ja, fast. Machen wir was anderes. Nein, das machen wir nicht. Aber immer bleibt ein Stein übrig. Eine Steinform, die ich nicht habe, bleibt immer übrig. Merde! Ach komm schon! Ich glaube, ich werde gleich mal die Musik abstellen, wenn es gleich nochmal weitergeht. Kann diese Mucke nicht mehr hören. Auch wenn sie so friedvoll ist, ich kann es nicht mehr hören. Hier hätten die Entwickler sich ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Nur ein bisschen Abwechslung. Mehr nicht. Mehr nicht. Aha. Nein. Nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich schon das richtig gepuzzelt, dann passt trotzdem nicht. Ja. Ja, Mann. Mach das mal anders. Na, wenn das kein Zufall ist. Nee, er ist halt. Wäre schön, wenn es funktioniert hätte, aber sowas so einfaches geht, glaube ich, nicht. Nochmal und von neuem. Ich hänge schon seit 9 Minuten an diesem Rätsel dran, das ist unglaublich. Das heißt, du keinem erzählen. Neun Minuten hänge ich an diesem blöden Rätsel, Mann.
kannst du ja nicht mittig setzen. Schade. Ja, es geht so nicht. Ich puzzle jetzt so lange, bis ich es richtig hinbekommen habe. Eher gebe ich keine Ruhe. Eher werde ich euch nicht aus diesem Let's Play erlassen. Ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch stört. Habt ihr Pech gehabt. Dann bleibt so ein Zweierstein übrig. Das ist es. Es bleibt immer eine Steinform übrig, die ich nicht habe. Natürlich brauche ich zwei von denen. Vielleicht irgendwie anders hinhauen. Das ist unglaublich egal, wie man es macht, ey. Ich hänge jetzt schon seit 11 Minuten daran, Mann. Ich will aber auch nicht irgendwie nicht gelingen, habe ich das Gefühl. Hört man, dass ich aggressiv werde? Nein? Gut. Bin ich auch nicht. Ach, Mann. Na, super. Schon wieder habe ich den vier... Mann. Nein, ich hab's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein, 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 nein. Auch kann ich diesen Stein nicht drehen. Das ist unfair. Ah, das ärgert mich jetzt aber. Nein, so kurz. So nah und so fern. Jetzt habe ich den Stein übrig, das ist ja unglaublich. Nee, kann nicht wahr sein. Egal was passiert, es bleibt immer ein Stein übrig, der verwendet werden will. Geschafft! Nach über 14 Minuten. Boah, heiliges Blechle. Da muss ich noch ein Rätsel lösen. So. Jetzt war ich aber nur noch so ein, so einen komischen Block. Wo kriege ich den jetzt her? Da oben war wahrscheinlich irgendwas, oder?
Miente. Nein. Nein. Ach doch, da, hier. Wehe, das wird jetzt nicht einfach, ey. Gib ich aber aus. Da muss ich den Schein aber trotzdem nach darüber holen. Machen wir es mal anders. Das so hin. Aha, Moment, 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 Moment. So. Oh Gott. Danke sehr. Geschafft. Geschafft. Ich guck, ob hier noch irgendwo eine Erinnerung ist. Nö, wir können einfach nur wunderschön herumlaufen. Hier ist nämlich nichts. Niente. Alimente. Ach komm. Machen wir das nächste. Oh, das scheint einfach zu sein. Das kriegen wir wahrscheinlich. Ja, das ist einfach. Juhu, einfach. Barathiel X. Barathiel. Dann haben wir gucken, wo er hingeht. Und weg ist er. Willkommen, Kind. Ich bin die. Ah, okay. Noch ein Bote. Hervorragend. Boing. Dann können wir jetzt dieses geheime Areal verlassen und das nächste geheime reingehen. Da habe ich nämlich die ganzen Booten schon mal freigestellt. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe gerade gedacht, der Wasserfall würde rückwärts nach oben laufen. Zurück. Zwei geheime Areale haben wir schon gefunden. Dann kann der dritte jetzt so gut wie kommen. Aber da ich die Musik heute nicht mehr hören kann, machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Das sage ich jetzt schon mal. Sonst kriege ich einen totalen Kollaps, glaube ich. Okay, auf nach C. Fahr runter. Ach, ich kann ja gar nicht springen. Ich versuche auch zu springen, aber kann ich ja gar nicht. Komischerweise. Aber geht das doch. Kann ich dich wegschicken? Nö. Schade. Okay. Ich gehe mal in die geheime Welt, Lucy. Wo ist die geheime Welt? Da ist sie gar. Nee. Ach, hier doch, hier ist die geheime Welt. Aber hier beende ich damit die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.